Ruhr-Kostitzer präsentiert. Herzlich willkommen zum ersten Sportbuzzer-Magazin in diesem Jahr. Wir sind heute hier beim Ruhr-Kostitzer Masters in der Ernst-Gruber-Halle. Außerdem waren wir beim Testspiel von RB und wir haben Rotation 1950 beim Training besucht. Guido Schäfer schaut für uns in die Zukunft, doch zuerst zum Turnier hier. Der ZFC Meuselwitz gewinnt die 13. Ruhr-Kostitzer Hallen-Masters. Doch bis dahin war es ein langer Weg. 7 Mannschaften treten im Modus jeder gegen jeden gegeneinander an. Dazu gehören neben Meuselwitz auch Schneider & Friends, Lok Leipzig, Plauen, Bochum, Kostitz und die Gastgeber vom SV Nordwest. Wir als Veranstalter gemeinsam mit der Durchsportagentur sind wir sehr stark interessiert, das Turnier weiterzuhalten. Hängt natürlich auch ab von dem Sponsor mit. Denn so eine Ausgestaltung des Turniers, die Mannschaften zu verpflichten, ist auch mit dem finanziellen Background verbunden. Ja. Und wir als Verein, für uns als SV Leipzig Nordwest, wir können in der Außendarstellung viel gewinnen und dann auch in der Ausrichtung des Turniers dort mit unseren Möglichkeiten dort sehr viel dazu tun, was wir auch machen. Die Ruhr-Kostitzer Masters zählen zu den beliebtesten Hallenturnieren in der Region und eröffnen ein Jubiläumsjahr. Wir werden nämlich im Mai 480 Jahre alt und somit haben wir das eingekickt heute Abend, das Jubiläumsjahr 480 Jahre Kostitz, und das findet heute Abend hier statt, dieses Einkicken. Auch die Zukunft des Hallenturniers wurde gesichert. Ruhr-Kostitzer verlängert den Vertrag mit dem Veranstalter Top Sports bis 2018. Um nach dem Jahreswechsel wieder richtig ins Fußballgeschehen einsteigen zu können, nutzen viele Mannschaften Trainingslager oder auch Testspiele. So auch RB Leipzig. RB-Trainer Alexander Zorniger fordert Leistung. Auch im ersten Testspiel von RB Leipzig gegen Bitterfeld-Wolfen. Nach der Weihnachtspause ist die Mannschaft der erste Gegner auf dem Platz und verliert 8:0. Keine große Überraschung für die Leipziger, die Testspiele sollen aber vor allem helfen, wieder in Form zu kommen. Wir wollen ja auch wieder zur Fitness erlangen und für den Trainer natürlich auch wichtig, dass er seine Spieler sieht. Und man muss natürlich auch die paar Pfunde, die man vielleicht jetzt über die Weihnachtstage sich zugelegt hat, natürlich noch abtrainieren, und für uns alle ganz gut. Vor dem Spiel war das Team zunächst im intensiven Laufcamp. Beim Testspiel ist für Trainer Alexander Zorniger noch etwas wichtig. Er will sehen, wie motiviert und ausdauerfähig die Spieler sind. Da will ich immer mal wieder sehen, wie arbeiten sie denn, obwohl eigentlich die Muskulatur nicht mehr viel hergibt. Ja, das heißt, wir sind dankbar, dass wir zu dem Zeitpunkt einen Gegner gefunden haben. Das hat Bittenfeld auch ganz gut gemacht. Und vor allem meine Jungs haben es auch gut gemacht. Das heißt, der Schwerpunkt liegt in so einem Spiel ganz klar auf dem Kopf. Nach einem freien Tag geht es für die RB-Spieler gleich weiter. Dann steht das Trainingslager in der Türkei an. 6 Wochen sollen auf die kommenden Spiele vorbereiten. Wir werden sehr, sehr intensiv in der Taktik nochmal arbeiten und in der Aggressivität, im Anpressen, mit was für einer Geschwindigkeit wir das machen wollen, in was für Zonen. Also hauptsächlich dann taktische Schwerpunkte und dann natürlich auch wieder ein Fokus auf die Standards. Dann trifft RB Leipzig im nächsten Spiel auf Wacker Burghausen, Ende Januar in der Leipziger Red Bull Arena. Ich habe jetzt Darius Wosch bei mir als Trainer heute. Wie läuft's denn für euch? Erstaunlich gut. Das heißt? 2 Siege, 8 Tore, 0 Gegentore. Also ich weiß nicht, wo die Mannschaft unterwegs war heute in Leipzig. Und wie kann das sein, dass sie da so überrascht tun? Es ist doch ihre erfolgreiche Mannschaft, oder? Ja, schon, aber ich hätte nicht gedacht, dass die Jungs so gut im Fußball spielen können. Ganz ehrlich, weil wir schon das 4. Hallenturnier jetzt hier haben. Und wir haben gemischte Mannschaft. Und es freut mich, wie die ja nicht das abziehen, wirklich. Ein paar Niederlagen gab es im Laufe des Abends dann doch noch. Und am Ende des Turniers steht die U23 des VfL Bochum auf Platz 5 in der Tabelle. Von Darius Wosch kommen wir jetzt zu den Ü40-Männern von Rotation 1950. Und wie die ihren Winterspeck loswerden, das seht ihr jetzt. Trainingsauftakt beim Leipziger Verein SG Rotation 1950. Zu Beginn des neuen Jahres kommen die Ü40-Kicker zusammen, um sich den Weihnachtsbraten von den Hüften zu laufen. Die Weihnachtsfeiertage sind ja meistens so ein bisschen, man sitzt da, isst viel, auch wenn man nicht so viel isst, dass man jetzt unbedingt zunimmt. Aber die Bewegung fehlt halt, und heute waren ja auch viele da. Da hat man gesehen, dass alle wieder mit Spaß dann zum Training kommen.
Beim ersten Training 2014 stehen gleich 17 der insgesamt 25 Spieler auf dem Platz. Mannschaftsleiter Gerhard Große verrät, was sein Team trotz des hohen Fußballalters auszeichnet. Keiner will den anderen nachstehen. Jeder will den anderen zeigen, oh, ich habe noch Conti und so. Und das ist, da lässt sich keiner groß hängen. Die Jungs spielen alle gerne Fußball. Der eine mehr, besser, technisch besser als der andere. Aber jeder hat Spaß, wie der Spieler vorhin sagt, Spaß an der Freude. Und das ist ihm der Ausschlaggebend. In der Stadtliga steht die SG Rotation nach der Hinrunde auf dem 5. Platz. Der Rückstand auf die Tabellenspitze beträgt dabei lediglich 3 Punkte. Gerhard Große gibt das Ziel vor. Auf alle Fälle alles gewinnen. Wir haben nur ein Spiel von den 7 verloren, sind im Pokal noch weiter. Wir haben 2 Spiele im Pokal gewonnen. Und wir sind bestrebt, diesmal vielleicht den Spitzenreiter anzugreifen. Anfang April startet das Ü40-Team der SG Rotation in die Rückrunde. Der erste Gegner ist dann Tabellenführer SG LVB. Jedes Jahr ein großes Highlight hier zum Hallenturnier, die Mannschaft von Schneider & Friends. Selten ist es für einen Fußballfan so einfach, ein Autogramm ihres Idols zu bekommen, wie hier beim Urgrostitzer Hallenmasters. Und auch Bernd Schneider genießt das Turnier. Ich bin jetzt 2. Mal da gewesen, letztes Jahr hatten wir ein bisschen mehr Erfolg, 3. Platz, diesmal nur 6. Hoffe, dass ich nächstes Jahr wiederkommen kann. Ganz klar, einfach schönes Ambiente, passt einfach alles. Bernd Schneider bekommt dieses Jahr Unterstützung von den ehemaligen Fußballprofis Thorsten Ziegner und dem weisen Brasilianer Ansgar Brinkmann. Ja, alt tut weh, hört sich krass an. Ja, natürlich, wir sind zum Teil schon über 40 und die jungen Wilden, so können wir nicht mehr, wie wir wollen. Aber wir haben trotzdem Spaß, wir geben unser Bestes und wir sind froh, dabei zu sein. Schneider & Friends muss sowohl gegen Lok Leipzig als auch gegen den VfL Bochum 7 Gegentore ertragen. Dennoch will Bernd Schneider auch nächstes Jahr wieder ein Friends-Team zusammenstellen. RB Leipzig möchte aufsteigen, Lok möchte die Klasse halten. Guido Schäfer schaut mal für uns in die Zukunft. Okay, der Fußball hat uns wieder. Winterpause ist vorbei. Lok und RB trainieren wieder angestrengt. Ich fliege am Donnerstag mit RB Leipzig nach Belek. Es werden ganz harte Tage, entsagungsreich, vor allem für mich. Am Tag 1 Stunde Arbeit, ansonsten am Pool. Ein Spaß beiseite, RB wird in dieser Rückrunde noch stärker sein als in der Vorrunde, glaube ich. Und alles andere als der Aufstieg wäre natürlich jetzt eine Enttäuschung, wenn man mit Platz 2 in die Rückrunde geht. Und sie haben jetzt noch 3, 4 tolle Spieler geholt. Also ich bin da sehr optimistisch, dass wir nächstes Jahr hier einen Zweitligisten haben. Brauchen wir nur noch eine Freundin für unseren Cheftrainer Alexander Zorniger. Da werde ich mich persönlich drum bemühen. Ja, Lok bleibt natürlich in der Liga. Heiko Scholz wird 5, 6 neue Spieler bekommen. Und dann wird es sich nicht verhindern lassen, dass man in der Rückrunde die Regionalliga hält. Wünsche ich den Blau-Gelben und ansonsten bereite ich mich jetzt vor auf meinen harten Trip in die Türkei. Alles Gute. Zurück beim Turnier. Meuselwitz gewinnt ungeschlagen das Urgrostitzer Masters. Nach 4 Stunden Hallenfußball mit 21 Begegnungen steht der Sieger fest. Der ZFC Meuselwitz gewinnt ungeschlagen in der Grubehalle. Ja, ich denke mal, Hallenfußball hat auch immer eine ganze Portion mit Glück zu tun. Das war uns heute ein bisschen hold. Wir haben hinten ganz gut gestanden, haben einen guten Torhüter gehabt, der viel vereitelt hat. Und vorne waren wir immer für ein Tor gut. Und ja, dann hat man so einen kleinen Lauf, den haben wir bis zum Schluss durchhalten können. Und von daher denke ich auch dann verdient gewonnen. Platz 2 sichert sich der VfC Plauen, die eine Niederlage gegen den VfL Bochum hinnehmen mussten. Nach einem schwachen Start gegen die zweitplatzierten Plauner kämpft sich Lokomotive Leipzig in das Turnier zurück und kann sich am Ende über den 3. Platz beim Urgrostitzer Hallenmasters freuen. Das war's von uns. Hier wird schon kräftig aufgeräumt. Wir machen uns auf den Heimweg. Wir haben sehr schöne Fußballspiele gesehen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Sportbuzzer Magazin wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss!